Heute möchte ich dir zeigen, wie du den einfachen Beutenbock und ich würde sagen auch einen schönen Beutenbock für drei Bienenvölker bauen kannst. Nun gibt es ja ganz einfache Varianten, zum Beispiel auf Paletten stellen oder einfach nur so auf Hölzer oder man nimmt Rasengittersteine und macht diese 58er Holzbalken an diese, stiebt die da durch diese Rasengittersteine durch und stellt die so ein bisschen schräg, geht auch. Aber ich habe mich für diese Variante entschieden, weil die Füße hier zum Beispiel, die kann ich jetzt in so einen Deckel stellen. Das ist so ein Blindstutzen von so einem Abflussrohr. Die kann ich praktisch hier reinstellen und dann kann ich da Öl reingießen und dann krabbeln die Ameisen nicht mehr hoch in die Beuten. Bei im Garten habe ich ab und zu mal Probleme mit Ameisen und damit die hier den Fuß nicht hochkrabbeln können, kommt hier Öl rein und Ruhe ist, keine Ameisen mehr in den Beuten. Für den Beutenbock benötigen wir drei dieser Balken, 58 x 58 cm in 2 Meter Länge. Verschnitt wird nicht viel übrig bleiben, so geplant, dass relativ wenig Verschnitt übrig bleibt. Falls eure Beuten, also meine Beuten sind Segeberger Maß, die haben ein quadratisches Maß von 49 x 49 cm. Habt ihr ein anderes Beutenmaß, müsst ihr gegebenenfalls die Balken in der Länge etwas anpassen bzw. in der Tiefe. So, ich würde sagen, ich gehe mal schnell zusägen und dann sehen wir uns weiter. Weiter, wieder. Kurz zu den Maßen. Wir hatten ja diese Balken, die waren 2 Meter lang. Davon haben wir jetzt 20 cm abgesägt. Bleiben jetzt 1,80 Meter abzüglich dem Sägeblatt übrig. Also vier Beine, 20 cm. Diese zwei Balken, 1,80 Meter. Und aus dem anderen Balken haben wir gesägt drei Balken, 49 cm. Bleibt ein guter Rest von dem kleinen Stückchen übrig. Bei den sägerauen Dachlatten müsst ihr oder Balken müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht dass ihr genau in der Mitte ein Astloch habt, was schon so ein bisschen brüchig aussieht. Da passt auf, dass ihr einen stabilen Balken bekommt, gerade bei den langen Stücken. Bei den kurzen Stücken ist es nicht ganz so wichtig. Dann kommen wir mal zum Zusammenbau des Rahmens erstmal. Dafür sind diese 3,49 cm Balken da. Da dachte ich mir aber auch, die Schraube geht hier nicht in die Mitte, sondern hier oben drauf. Welchen Grund es hat, kommen wir später zu. Und die Positionierung, da dachte ich mir auch was. Bei die Beuten sind ja 49 cm breit, die stehen da recht am Rand. Deswegen kommen auch diese Querverstrebungen einmal in die Mitte der Beute, einmal in die Mitte des ganzen Gerüstes und der hier drüben hin. So, da war das Maß, kann ich euch auch noch mal sagen, 28 cm von Kante zu Mitte Balken. Und Mitte Balken sind dann nach Adam Riese bei 1,80 genau 90 cm. Hier 90 und hier 90. Und da wir hier recht stabile, dicke Schrauben nehmen, bohren wir die ganze Sache einmal vor. Und aber auch hier passt auf, dass er hier die Mitte des Balkens erwischt. Hier jetzt noch die Hälfte des Balkens, die Mitte des Balkens 2,9. Und einmal mit dem 6 mm Bohrer vorbohren. Und spart nicht an den Schrauben, nehmt wirklich eine stabile Schraube, also keine 4 mm Schrauben im Durchmesser, sondern so richtig stabile 6 mm Schrauben, weil hier auf den Beutenböcken, da stehen mehrere hundert Kilo drauf und wir wollen ja wirklich nicht, dass der zusammenbricht. So, mittig positionieren, Schraube rein und einmal rein damit. So, und die Schraube nicht zu tief, nicht, dass sich hier Wasserpfützen bilden. Hier dasselbe. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Füßen. Ich habe die jetzt schon mal festgemacht ein bisschen. Und jetzt kommen wir auch zu der Frage, warum die Balken nicht in die Mitte, sondern oben drauf.
Die Füße kann man jetzt nämlich schön an diesen Querbalken befestigen, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt einmal den ganzen Schleuderradatsch hier umgedreht. Schwer, so sieht der Beutenbock bis jetzt aus. Und jetzt einmal eine Schraube von oben in die Füße rein. Da bohren wir auch einmal vor. Und die Füße, die habe ich jetzt nicht an die Außenkante gesetzt, sondern weiter in die Mitte, damit das Gewicht weiter, also das Gewicht, was auf der Mitte ist, weiter auf den Fuß getragen wird und der Balken in der Mitte nicht so schnell durchbiegen kann. So, Schraube durch. Hier bei den Füßen habe ich mich für eine Schraube 120 mm entschieden, nicht so wie bei den anderen eine 100 mm Schraube, weil hier bei dem Fuß können wir länger rein und die Stabilität wird dadurch auch ein bisschen besser. So, und falsche Bit. So, jetzt. So, und da die Schraube natürlich, wenn sie jetzt so reingeschraubt ist und der Beutenbock so ein bisschen in die Richtung wackelt, abbrechen könnte, schrauben wir noch an die andere Seite. Alter Schwede. Einmal Schrauben so quer durch. Und hier müsst ihr aufpassen, da ja einmal die Schraube hier durchgeht und die andere Schraube auch hier durchgeht, müsst ihr eure Bohrung ein bisschen nach innen oder außen verlagern. Ich verlagere die bei dem Balken nach innen. Erstmal bricht es dann nicht so schnell und ich komme an der Schraube vorbei. Und dabei könnt ihr auch so ein kleines bisschen schräg zu dem Balken gehen, dann kommt ihr auch besser in den Balken rein. Und auch hier nicht die 120er, weil die 120er wäre jetzt hier zu lang. Deswegen nehmen wir jetzt hier wieder einen anderen Bit. Nehmen wir jetzt hier die 100er Schraube, weil die 120er wäre zu lang und würde hier durchgucken. So, letzte Schraube haben wir drin. Schraubzwinge wieder ab. Macht sich immer ganz gut, braucht man nicht gegendrücken und drücken und die Schraube braucht sich nicht so ranziehen. Also macht es mit der Schraubzwinge, macht sich ganz gut. So, das ist der Beutenbock, ist soweit fertig. Jetzt kommt nur noch, oder jetzt fehlt eigentlich nur noch der Anstrich. Da ist auch wieder der Kreativität freien Raum gelassen. Ihr könnt jetzt das Natur lassen, ein Leinöl nehmen oder wie in meinem Fall einen normalen Holzschutzgrund. Ich werde einen schönen Holzschutzgrund in Grün nehmen, fällt nicht ganz so auf und das Holz ist geschützt, somit hält es auch ein bisschen länger. Und wir sind am Ende vom Video angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, sagt euer Thomas. Ciao, ciao.